Wasblatt vor ein paar Monaten das Video Jules Exposed hochgeladen, in dem er sich über einige zugegebenermaßen problematischen älteren Aussagen von Jules aufregt. Das Video kam damals gar nicht so gut an, da er allein mit dem Titel Jules Exposed das Thema schon deutlich zu groß macht. Außerdem hat er die Statements bzw. Entschuldigungen von Jules zu dem Thema nicht akzeptiert, weil für seinen Geschmack als Entschuldigungspolizei da zu wenig das Wort Entschuldigung im Deutschen ausgeschrieben drin stand. Dementsprechend hat er jetzt ein weiteres Video gemacht, in dem er doch hoffentlich auf konstruktive und inhaltliche Kritik eingehen wird. Oder? Naja, schwierig würde ich mal sagen. Aber erstmal, was wurde Jules denn vorgeworfen? Der erste Punkt aus dem Expose damals war, dass Jules vor einigen Jahren diese Instagram-Story gepostet haben soll. Also wir sehen hier einen Tisch in einer Bücherei mit verschiedenen Produkten mit der Bright-Flagge drauf und darunter den Text: Diese Welt wird noch den Abgrund runtergehen. Hier könnte man natürlich jetzt direkt eine LGBTQ-feindliche Aussage unterstellen. Allerdings würde ich das gar nicht tun, denn es ist eben nicht zweifelsfrei erkennbar, was er hier meinte, und das wäre auch mein Kritikpunkt. Also die Story lässt eben viel zu viel Interpretationsraum offen, dass man eben so etwas daraus interpretieren kann. Aber genau darauf ist Jules auch in seinem Statement eingegangen. Mir werden Vorwürfe gemacht wegen eines Insta-Posts von vor 1,5 Jahren. Habe damals schon erklärt, dass es keineswegs LGBTQ+ feindlich gemeint war, sondern als Kritik, dass alles kommerzialisiert wird und man versucht, Sexualität finanziell auszubeuten. Selbes gilt fürs aktuelle Blitzart-Video. Ja, ich hätte da klarer sein sollen. Ich denke auch, jeder postet oder sagt mal was im Internet und bereut es danach. Und ich kann hier nicht mehr machen als sagen, dass es mir leid tut, dass es falsch rüberkam und klarstellen, wie es wirklich gemeint war. Und damit ist die Sache in meinen Augen beendet, denn er hat etwas zu verkürzt gepostet, sich dann dafür entschuldigt, dass er es zu verkürzt gepostet hat und erklärt, wie er es eigentlich gemeint hat. Aber Waspel hat das wieder nicht gereicht, denn er hat sich ja nicht explizit entschuldigt laut ihm. Und dann sagt er noch, und ich kann hier nicht mehr machen als sagen, dass es mir leid tut, dass es falsch rüberkam und klarstellen, wie es eigentlich gemeint war. Ja, okay. Warum tust du das dann nicht? Zu sagen, dass man sich nur entschuldigen kann, ist keine Entschuldigung. Und das ist halt wirklich super anstrengend. Es macht doch für niemanden einen Unterschied, ob da steht, es tut mir leid oder ich kann nicht mehr tun, als zu sagen, dass es mir leid tut, ist so dermaßen ähnlich, dass ich wahrscheinlich nicht mal den Unterschied gemerkt hätte. Aber kommen wir mal zum zweiten Punkt, der in dem Exposed-Video kritisiert wurde, denn der ist tatsächlich deutlich schlimmer. Sind Frauen selbst daran schuld, dass sie fertig werden? Teilweise. Ich meine, das ist schon eine gute Frage. Weil es gibt Fälle, wo Frauen auch dran schuld sind. Aber die Frage ist halt, zu wie viel Prozent? Also ich finde, man merkt schon, dass er hier direkt nach dem ersten Satz mit diesem "ist ja schon eine gute Frage" versucht zurückzurudern, weil er gemerkt hat, dass das, was er gerade gesagt hat, falsch ist. Und dadurch, dass auch nochmal ein Statement dazu kam und er instant wollte, dass das aus seinem VOD rausgeschnitten wird, bin ich der Meinung, dass das wirklich eine dumme Aussage zwar war, allerdings nicht mit bösen Intentionen. Also das war vielleicht so sein erster Gedanke, den er nicht hätte laut aussprechen dürfen, aber es war in einem Livestream und letztendlich, er kann es nicht mehr rückgängig machen. Auch hierzu gibt es ein Statement von Jules und das lesen wir doch mal durch. Hi. Die Aussage, die ich getätigt habe, war leider ziemlich dumm. Ich hätte dreimal überlegen sollen, bevor ich etwas sage. Absolut verständliche und berechtigte Reaktion von euch. Eigentlich versuche ich so gut ich kann, Leuten zu helfen und sie zu unterstützen. Schade, dass sich bei solchen Sachen dann, verständlicherweise, daran aufgehangen wird. Was denn jetzt? Ist es verständlich und berechtigt oder schade? Das ist so ein mieses Statement. Wundert mich, dass Jules uns das nicht mit einer Ukulele vorgesungen hat. Und ich kann ziemlich gut nachvollziehen, was Jules hier gemeint hat. Also das, was Waspel hier markiert hat, ergibt einfach nicht besonders viel Sinn, weil in der gleichen Zeile, wo dieses Schade steht, hat er ja auch extra nochmal verständlicherweise dazu geschrieben. Aber Waspel hat ja noch ein Video dazu gemacht, in dem er bestimmt auf die ganze konstruktive, sachliche Kritik eingeht. Oder? Let's go. LGBTQ hat für mich nichts mehr mit der Unterstützung von Qualität zu tun. Kindern Shows zu zeigen, im Ernst? Sowas zu unterstützen ist ekelhaft. Ja, dieser Kommentar war ziemlich dumm. Und jetzt? Ich meine, warum machst du die Shoyoka und gehst nicht auf die sinnvolle, argumentative Kritik ein, sondern suchst dir irgendwelche zwei, drei dummen Kommentare und sagst, haha, die bringen mir ja gar keine guten Kritikpunkte. So macht er auf jeden Fall die nächsten Minuten auch noch weiter, aber kommt auch noch zu einem spannenden Punkt hier. Frag dich mal, warum er mehr Klicks macht. Nö. Ich hasse dich, Waspel. Du bist frech. Das hasse ich. Ja, die letzten drei Kommentare sind eigentlich von meinem Banks-Video, aber ich glaube nicht, dass das irgendjemandem aufgefallen ist. Das lasse ich mal so stehen.
Ich meine, das ist ja komisch, wenn du die Kommentare komplett ohne Inhalt raussuchst und dann sagst, die letzten drei sind von einem anderen Video. Hättet ihr nicht gemerkt, na? Das ist logisch, wenn du die Kommentare nimmst, die absolut keinen Inhalt haben. Aber machen wir mal weiter. Es gibt Menschen, die denken sich etwas aus und dann macht sie dieses ausgedachte Szenario so wütend, dass sie einen Kommentar darüber schreiben und vergessen dabei, dass das nur in ihrem Kopf ist. Das ist krass. Und das ist eigentlich eine ziemlich gute Selbstdiagnose von Waspe. Denn sein Jules Exposed Video baut zur Hälfte darauf aus, dass man eine Aussage, die ohne Kontext im Raum steht, so böse wie nur möglich interpretiert und dann auf dieser Interpretation Kritik aufbaut, die man dann in ein Video schneidet, das Jules Exposed heißt. Also, ich würde mal nicht andere Leute mit genau dem angreifen, was ich selber mache. Noch ein paar andere Creator haben sich zu meinem Video geäußert und auf die größten Kritikpunkte würde ich hier gerne eingehen. Allen voran die meistdiskutierteste Frage der Menschheitsgeschichte. Warum rede ich über das Thema, obwohl es über ein Jahr her ist? Und die Antwort ist recht simpel, denn der zeitliche Abstand ist Teil meiner Kritik. Am 30. August 2022 hat Gnu Jules für seine Aussagen in einem Tweet kritisiert. In den Kommentaren waren auch mehrere YouTuber, aber seitdem hat sich niemand mehr dazu geäußert. Und genau das ist mein Punkt. Wenn ApoRed sich den kleinen C stößt, gibt es über Nacht 5 Videos und jeder reactet da drauf. Falls du es nicht mitbekommen hast, ApoRed hat abgesehen von Fake-Videos und dem Scam von Leuten auch eine Frau sexuell belästigt und wurde dafür gerichtlich verurteilt. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde das schon so ein ganz klein bisschen schlimmer als Jules, der unbedachterweise eine dumme Aussage raushaut. Und wenn so ein 18-jähriger Dude mittelteuren Champagner ausschüttet, will sich jeder dazu äußern. Aber bei so einer Aktion ist es ruhig? Und das Ding bei Theo Stratmann war, dass er von den Öffentlich-Rechtlichen als superreich dargestellt wurde, obwohl er dies scheinbar gar nicht war. Also ich finde es schon ein bisschen komisch, dass Waspel die Kritik an diesen zwei Personen jetzt einfach so abhandelt und runterspielt, um seinen Punkt stärker zu machen. Aber er macht so ähnlich auch weiter. Der zweite Punkt ist mein absoluter Lieblingsvorwurf. Und zwar... Du schlachtest das Thema aus. Ich habe ein Video zu dem Thema gemacht. Krass ausgeschlachtet. Und das war nie der Vorwurf. Ausschlachten war hier nicht im Sinne von, er macht viele Videos dazu gemeint, sondern eher im Sinne von, er pusht das Thema unnötig hoch. Denn eigentlich hatte sich Jules bereits entschuldigt und das Thema war vorbei. Und Waspel macht dann eben ein Jahr später ein Exposed-Video dazu, in dem er diese zwei Aussagen reinschneidet und dann irgendwas sagt von, die Entschuldigungen sind nicht entschuldigend genug. Was ich persönlich relativ schwach finde. Also ich check den Vorwurf halt nicht, ganz ehrlich. Es gibt mehr Reaktionen auf mein Video als Videos zu dem eigentlichen Thema. Und hier würde mich interessieren, seit wann KuchenTV und Alpha Kevin auf ihren Hauptkanälen denn Reactions machen, denn diese Videos sind keine Reactions. Also ja, sie gehen auf das Waspel-Video ein, aber als Reaktion versteht man doch eher so etwas, wenn man die Cam in die untere Ecke vom Bildschirm macht und dann das Video laufen lässt und dann immer mal wieder auf Stopp drückt und etwas dazu sagt. Weil wenn man jedes Video, in dem man ein anderes Video bespricht oder das gleiche Thema, als Reaktion bezeichnet, könnte man ja auch irgendwie unterstellen, dass das Video von Waspel eine Reaktion auf das Video von Salami ist. In KuchenTVs Video beispielsweise war auch ein Ausschnitt von meinem Gespräch mit T-Tech drin. Und ja, ich erwähne das eigentlich nur, weil es ein krasser Fanboy-Moment für mich war. Aber an sich macht es das doch eigentlich auch schon zu einem eigenständigen Video, weil man eben verschiedene Sachen reinschneidet, seine Meinung abgibt und so weiter. Und wenn man das dann so sortiert, wie ich es jetzt eher machen würde, dann gäbe es mehr Originalvideos als Reactions darauf. Aber schauen wir doch einfach mal weiter. Außerdem wurde mir öfters vorgeworfen, dass ich mich an der Cancel Culture beteilige und versuche, Jules zu canceln. Was sage ich denn dazu in dem ursprünglichen Video? Und nein, ich sage nicht, dass wir Jules canceln und verbrennen sollen. Ich sage, diese Aussagen sind gefährlich und seine Statements reichen absolut nicht aus. Und das bringt Jules zugegebenermaßen recht wenig. Also ich glaube nicht, dass das die Intention von Waspel war, Jules zu canceln und dass es realistisch gewesen wäre als Outcome von diesem Video, aber es hieß immer noch Exposed und Jules hatte sich entschuldigt und Waspel sagt dann, nein, die Entschuldigung nehme ich nicht an, weil da steht ja nicht explizit Entschuldigung auf Deutsch drauf. Anschließend geht Waspel nochmal auf das neue Statement von Jules zu der ganzen Sache ein. Bei jedem kleinen Fehltritt wird heutzutage Großwelle gemacht. Großwelle gemacht. Du meinst diese zwei Videos, aber ich find's schön, dass ich das mit dem kleinen Fehltritt vorhergesehen habe. Es ist okay, Fehler zu machen, aber das hier sind keine kleinen Fehltritte. Das ist aktiv gefährliches Gedankengut. Doch, genau das sind kleine Fehltritte.
Jules hat eine Instagram-Story rausgehauen, die nicht genau genug definiert war und im Stream eine zugegebenermaßen sehr dumme Aussage getroffen, für die er sich bereits entschuldigt hat. Das ist das, was wir als kleine Fehltritte verstehen. Vielleicht nicht genauso klein, wie wenn man jetzt im Streamtitel ein Komma falsch setzt, aber das ist doch längst nicht genug, um auf aktiv gefährliches Gedankengut zu schließen. Generell, was ist aktiv gefährliches Gedankengut? Kann mir mal das einer erklären? Gibt es auch passiv gefährliches Gedankengut? Das hier ist noch interessant. Ich sage es noch ein letztes Mal, ich habe Fehler gemacht, ich habe mich erklärt und entschuldigt, naja, und jeder, der jetzt noch meint, weiter darauf rumreiten zu müssen, scheint nicht aufrichtig daran interessiert zu sein, zu verstehen, wie ich es damals wirklich formulieren wollte. Denn Jules hat sich privat bei mir gemeldet und jetzt wird's richtig witzig. Nachdem er öffentlich gemeint hat, dass ich ja einfach schlechte Videos mache und Themen ausschlachte, hat er mir privat gesagt, dass er immer offen für so ein Gespräch ist und mir vorgeworfen, ich hätte Falschinformationen verbreitet und offensichtliche Randinfos ignoriert. Außerdem habe er angeblich schon öffentlich erklärt, wie alles gemeint war. Gehen wir mal kurz die Liste durch. Schlechte Videos machen wurde Waspel nicht explizit vorgeworfen. Themen ausschlachten habe ich eben erklärt, wie ich das sehe. Falschinformationen möchte ich Waspel jetzt nicht direkt unterstellen, aber Framing bzw. das Weglassen von Randinformationen, da wäre ich schon mehr oder weniger dabei. Und dass Jules erklärt hat, wie er es eigentlich gemeint hat, da bin ich auf jeden Fall auch dabei mit der Aussage. Und anschließend zeigt uns Waspel nochmal einen längeren Clip von Jules, in dem er die zweite Aussage angeblich nochmal wiederholen bzw. verteidigen soll. Der Clip ist aus irgendwelchen Gründen hochgepitcht und zensiert. Ich füge die jetzt mal aneinander und wir gucken rein. Sind Frauen selbst daran schuld, dass sie vergewaltigt werden? Teilweise. Ich meine, das ist schon eine gute Frage. Weil es gibt Fälle, wo Frauen auch dran schuld sind. Aber die Frage ist halt, zu wie viel Prozent? Na, das ist doch total der kleine Teil. Na, aber in 3 von 100 Fällen würde ich sagen, ja, gehe ich mit. 3 von 10, 3 von 100 Prozent. 3 von 100 gehe ich mit. Ja, so circa 3 von 100 Prozent mal Pi durch die Wurzel von kleiner als 1 mal eine Meile plus 2 Grad Celsius gehe ich mit. Also ich finde, diese Aussage hat es jetzt weder schlimmer noch besser gemacht. Man könnte jetzt darüber streiten, ob 3% in so einem Weltbild viel ist oder wenig, aber ich muss ehrlich sagen, alles über 0% ist viel zu viel und das ist dann auch nicht mehr wirklich wichtig für die Diskussion. Der Grund, warum Waspel das hier reingeschnitten hat, ist, dass er in die Aussage von Jules reininterpretiert hat, dass der Clip zu kurz war, was ich nicht genauso gemacht hätte. Also vor allem bei der öffentlichen Richtigstellung geht es halt nicht darum, dass der Clip jetzt irgendwie ein paar Sekunden länger sein muss, sondern halt offensichtlich um das Statement, in dem ganz klar steht, dass man sich von der Aussage distanziert. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Aussagen von Jules, vor allem die zweite, wirklich problematisch waren, aber meiner Meinung nach ein öffentliches Statement die beste Entscheidung war, weil man sowas halt eben nicht rückgängig machen kann. Die Videos von Waspel, vor allem das zweite, waren nicht wirklich notwendig, da man eben Punkte angesprochen hat, für die sich bereits entschuldigt wurden und diese Entschuldigung einfach nicht angenommen hat. Im zweiten Video hat man sich dann nochmal gerechtfertigt, indem man Strohmänner über die Kommentare, die man vorliest, aufbaut und das finde ich halt einfach schwach. Ich war hier tatsächlich etwas enttäuscht von Waspel, da ich seine Videos eigentlich ganz cool finde und ihn immer mochte. Also Leute, falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Hier könnt ihr bei Twitch vorbeischauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss. Aktiv gefährliches Gedankengut.